Kuckuck. Und herzlich willkommen zurück bei Gothic 1 mit dem Definitive Edition. Weiterhin auf der Suche nach Untiliro. Wie gesagt, nur so klein ist der Held jetzt auch nicht mehr. So, welche Stufe sind wir überhaupt? 24. So, auf der Suche nach Dunkelerz nach wie vor. Ich habe jetzt mal gegoogelt, aber da gab es nicht viele Einträge und da musste ich hier 20.000 Jahre das irgendein Forum durchforsten. Darauf hatte ich jetzt nicht unbedingt Bock. Ja. Ja, ich überlege gerade, welche Orte. Da stand irgendwas von verborgenen Orten und sowas. Ich weiß nicht. Verborgene Orte. Die Beißer gehen auf die Nüsse. Als Viecher. Nein, ich will mich jetzt nicht mit den Beißern rumschlagen müssen. Oder hier mit den Orks. Orkhunden. Jo. Bayern mal hier. Weil mein Ziel ist nach wie vor diese Höhle da. Das hatte ich ja in der letzten Folge gesagt. Wahlweise gehen wir auch mal bei Carvalho und Switz dort oder in der Nähe, aber die Ork-Arena. Da waren wir ja auch noch nicht. Ja. Ich glaube zwar nicht, dass es das dort gibt. Aber ich frage mich gerade, wie wir dann weitermachen im Schläfertempel. Wenn wir jetzt das Dunkelerz wirklich erst dort finden sollten. Vor allem, ich habe auch gelesen, dass wirklich im Schläfertempel viel Bluterz zu finden ist. Ja, was brauche ich jetzt noch Bluterz, mal ganz ehrlich? Ich glaube, zum Schmieden ist das Erz auch gut, habe ich gelesen. Von Orkwas schmieden und sowas. Das mag ja alles sein. Aber, warte mal. Hier steht auf jeden Fall erstmal Orkzelt. Wolfsfell. Haben wir den hier schon gewütet? Ich weiß es aber ganz ehrlich nicht. Jo. Wir gehen mal hier hoch. Gehen wir hier hoch. Wir wollen erstmal diese Bluthunde da loswerden. Jo. Ich weiß auch nie, ob es da, da hinten irgendwo in dem Ziel erzählt wieder nicht von hier aus. Ja. Ob es in der Felsenfestung da noch irgendwas zu finden gab diesbezüglich. Wechsel das Ziel, Mensch! Alter! Dieses Angeschleiche. Jo, das Ziel, was vor uns steht, ist scheißegal, aber das Ziel, was zwei da hinten steht, das ist wichtig. Oh, scheiß Gothic Zielmechanik hier, furchtbar. So, kotzt mir an der Scheiße. Jo. Dann müssen wir erstmal den hier, wir müssen uns vorher vielleicht mal heilen. Jo, haben wir irgendwas zum Heilen hier? Hä? Weil die Rezeptur? Die haben wir doch abgegeben, oder denn nicht? Das heißt, leck mir mal Scheiß auf. Ja. Knochenmännchen. Jo. Knochenmännchen kommt mir direkt hinterher geschissen, ja, oder? Was ist denn das überhaupt? Ich sehe nur. Aber wollt ihr mich verarschen? Scheiße, oh Mann, kommen so Dinge wieder hinterher. Bitte tu mir den Gefallen und bleib beim Zaun hängen. Ja. Wir speichern das trotzdem mal. Ja. Weil wir mit dem Blutarzt finden, ich meine, wäre klasse, wenn wir das selber finden würden hier im Spiel. Ich meine, ja. Natürlich doof, wenn wir das jetzt von Google hier alles vorkauen lassen. Ich drück die Taste, der steht da. Waffe wechseln, warum auch? Boah, leck mich da am Arsch. Deswegen habe ich momentan die Schnauze voll ein bisschen von Gothic. Weil ja alles so langsam geht. Schnell sind nur die Gegner. Jo.
Jo, hervorragend. Ja. Was auch so ein Ding ist, was ich bei den Mods, bei den Gegner, das hatte ich jetzt wieder hier bei den. Es gibt ja die normale Animation hier ungeskillt, es gibt die Kämpfer-Animation, die Meister-Animation. Beim Gegnern eigentlich wie auch beim Helden hier. Das ist ja eigentlich, zumindest weil, soweit ich weiß, noch gibt ja jetzt nicht unbedingt was Höheres. Aber dann hast du bei Returning. Hast du so eine Animation, wo die Gegner sich sonst wie drehen oder keine Ahnung? Ja. Da musst du erstmal hinterherkommen als Spieler. Ja. Noch mehr? So. Schattenläufer-Dämon. Was ist denn ein Schattenläufer-Dämon? Da, was ich jetzt erstmal mache, bevor ich jetzt hier reinrolle und den versuche da umzuhauen. Höllenpilz. So, wir machen erstmal unseren Lokationslokator hier an. Wo ist der? Den hatten wir hier. So. Ich würde jetzt erstmal gucken, ob wir hier überhaupt erfolgreich sind, weil der Schattenläufer Dämon da, der hat es mir natürlich wieder richtig angetan hier. Nö. Wir saufen mal einmal Mana in uns rein hier, damit wir hier eine große Wuff machen können. Ja. Das würden wir auch noch aufhalten. Ja, wir suchen jetzt das Dunkel erst, machen uns unsere Rune und dann wirkt der untoten vernichtende Zauber genauso nutzlos wie bei Odyssey. Ja, es ist Gothic. Auf der Nähe funktioniert der Zauber natürlich nicht. Wunderbar. Oh. Und los, weg hier. Jo! Jo! Bleiben wir wieder an diesem Tanzding hier, Mann! Alter, mich kotzt der... Entschuldigung. Nee! Alter, ich hab keine Nerven mehr. Ja, natürlich, na klar. Wir speichern mal hier auf den nächsten Platz, den anderen lassen wir mal. Ja. Das Problem ist, der rennt jetzt erstmal zurück. Wir lassen den erstmal zurückrennen, denn während er sich hier zurückbewegt, können wir den natürlich nicht treffen. No. Und ich habe schon 20.000 Mal gesagt, ja, über den Renderer. Der merkt sich ja natürlich nichts. Wo haben wir den Renderer? Hier. Nee, Quatsch. Dass ihr diesen bescheuerten Nebel hier ausstellen sollt. Jo. Jo. Ich will ja was sehen im Spiel, Mann. Wir sind nicht mehr im Jahr 2001, wo wir da diesbezüglich auf eine Performance achten müssen. Denk mal, inzwischen hat man die Power, dass man in die Ferne blicken kann hier im Spiel. Jo. Ja, eigentlich. Jo. Ich weiß zwar nicht, wo der jetzt hin wollte hier, aber das soll mir ohne eines Schattenläufers. Jo. Ich bin natürlich so wagemutig, gehe hinter, ohne zu speichern vorher.
diese Ring der Standhaftigkeit. So. Warte mal. Ich überlege gerade so eine Orkwaffe. Benötigt die starke Reichweite. Waffen 200 scharf. Aus einer Orkwaffe kann man jetzt nicht unbedingt Orkwaffen einschmelzen. Das könnte ich mir auch noch vorstellen, dass die das so gemacht haben. Dass man am Ende Schmied lernen muss, um Orkwaffen einzuschmelzen und Bluterz zu gewinnen. Könnte ich mir auch noch vorstellen, aber ich weiß es halt nicht. Das ist mein Problem. Ich weiß es nicht. Wir müssen noch mal Mana in uns drin saufen. Ja, machen wir mal den da. Das Blöde ist, wenn wir den Ding jetzt aufladen und losschießen. Da rennt, genau so, da rennt er nämlich weg. Jo. Warte mal. Drück jetzt rüber. Was ist das? War hier oben nicht gerade auch eine Brücke? Habe ich gerade eine Brücke da oben gesehen? Ey, wo geht's denn da hin? Hä? Was ist das für eine Brücke? Ach so. Das oben ist die normale Brücke, die wir alle kennen. Aber hier haben sie auch noch eine Brücke hingetackert. Hier hast du jetzt zwei Brücken und die Goffin 2? Also gar keine. Ja. Bluthunde sollen mir erstmal egal sein hier oben. Die sind ja auch noch, aber. Können wir mal kurz. Was ist denn hier? Ist hier irgendwas oder. Machen wir ein bisschen schneller hier. Ja, wie gesagt, zwei Orte. Den einen Ort haben wir jetzt überprüft. Da haben wir natürlich erwartungsgemäß nichts gefunden. Ja. Die zweite Möglichkeit wäre noch da unten, wie gesagt, bei Kauernards Hütte da. Oder bei die Ork Arena da, die bekannte. Ach, hier kommen wir da raus. Okay. Wir gehen mal übers. Wie kommen wir von hier aus am schnellsten dahin? Darunter eigentlich. Eigentlich müssten wir hier in den Fluss springen können, oder? Das Problem ist, der Kerl, der schwimmt wieder nicht. Den treibt es ja weg. Im Wasser. Ja, von hier aus hier runterspringen ist auch doof. Hm. Was neue Lager wieder? Na ja, komm her, ja. So, Wassermagier. Ja. Da gehen wir noch mal eine Runde nächtigen. Für dich. Muss nicht gleich jeder wissen. Meinst du, mir geht es besser? Ja. Bett. Jo. Ja. So, wo geht noch Orte sein? Ich bilde mir ein, welcher Verurteilten hier der Content, der hat auch eigentlich immer mehr geboten. Entweder habe ich das alles noch nicht gefunden hier, weil ich auf das Little Hero fixierend war. Keine Ahnung. Das wäre eigentlich schon dunkle Erde am Ende schon längst hätten haben können. Bis wo waren wir denn hier noch nicht? Außer jetzt diese Ork Arena. Wo man noch was hätte finden können, aber selbst dort glaube ich nicht. Ja, Entschuldigung. Selbst die Ork Arena. Ich glaube nicht, dass wir das dort finden werden. Wir könnten ja mal schmieden. Hallo. Ja, wo kriegen wir dunkle Erze her? Ich habe gesagt, wir nehmen die nächste Folge, also diese Folge jetzt nicht auf, ohne dass ich das weiß. Aber wie gesagt, ich will ja auch so rausfinden, wo das ist. Das ist ja eigentlich der Sinn des Spiels. Das ist ja nicht der Sinn des Spiels, dass wir hier nachgoogeln. Das ist ja der Sinn des Spiels, dass wir das alleine rausfinden. Ja. Aber das Ding macht es mir nicht unbedingt einfach. Weil die bekannten Orte, die wir alle kennen, sind wir abgegangen und haben wir nichts gefunden. Also entweder gibt es das Ding hier wirklich zu finden, das Dingserz, diese Dunkelruhen.
oder wir müssen das hier. Es rennt dort schon wieder rum. Ja. Was ist denn das? Was ist das denn? Kordisten. Ach nee, stehen die hier überall rum, na klar. Ja, warte mal, dann machen wir das so wie mit dem Wolf damals. Kommen wir irgendwo hoch? Ich habe jetzt keinen Bock auf die Gardisten, Mann. Ja. Yeah. Jo. Ich will jetzt diese blöde dunkle Erz haben. Weil dunkle Rune, direkt eine dunkle Rune. Ist mir eigentlich scheißegal was. Rune können wir notfalls noch herstellen. Das ist jetzt nicht unbedingt die Schwierigkeit. Das können wir ja machen. Vorausgesetzt eben. Wir haben die Dunkelerd. Ja. War doch klar, dass es Ärger gibt. So. Das Blöde ist bloß hier bei dem Eingang zur Ocarina, da hocken auch wieder zwei Radisten. Kommen wir an denen vorbei, ohne dass wir uns jetzt mit denen rumärgern müssen? Dort geht's hoch. Ich speichere nochmal. So. Lassen die mich in Ruhe. Was liegt denn hier alles rum? Spitzhacke Brief. Was ist das für ein Brief? Jo, was ist das denn hier? Geschick, komm runter damit. Es ist furchtbar. Die Orks ziehen durchs Land und plündern die Dörfer. Auf dem Weg ins Tal von Korinnes haben wir einen Zug anderer Flüchtender gesehen. Sie sind den Orks in die Hände gefallen. Bei Innos, die Orks haben schreckliche Dinge mit ihnen getan. So, Innos sei Dank. Zumindest haben wir es geschafft, der König. Jo. Jo. Es sind magische Energie. Wir haben dort hinten die Schnapper und hier vorne die Radisten, ja klar. Wir könnten das ja mal probieren, wir haben ja gespeichert. Scorpio. Ach, das ist Scorpio. Hey, tun die uns gar nichts. So. Hey, keine Angst, Mann. Komm mal rüber. Keine Angst, Mann. Deine Kollegen wollen die ganze Zeit auf mich schießen. Ja. Alles klar bei dir? Ich hab mich hierher verzogen. Für den Mist, den die Gardisten gerade abziehen, habe ich nichts übrig. Aber ich habe mir ein paar gute Stücke aus der Waffenkammer mitgenommen. Wenn du eine Waffe brauchst, sag mir Bescheid. Wenn du jetzt Dunkelerz hast, dann schlage ich dich tot. Zeig mir. Oh, hat er natürlich nicht. Er hat... Ein Händler. Kauft er mir meine ganzen Waffen ab? Hervorragend. Super. An den hatte ich ja gar nicht mehr gedacht. So, Orkwaffen behalten wir aber mal. Falls es stimmt, dass ich hier das Erz daraus ernten kann. Ja. Wir haben so einen Haufen Erze für Mana ausgegeben. Auf die Dings kommen wir natürlich jetzt nicht unbedingt. Ja, was die Robe am Ende kosten würde. Ja. Können wir versuchen, dem alles hier abzunehmen? Das wäre natürlich super. Ja. 10. 1150. Dann müssten wir hier noch eine Spitzhacke drauf packen. 54. Da gibst du mir noch ein paar Bolzen dazu, die ich eh nicht brauche. So, damit die Zahl stimmt. Wir schenken dir natürlich nichts. So. Hervorragend. Ist zwar jetzt nicht unbedingt die Wucht in Eimern, aber auf jeden Fall mehr als vorher. So, hätten wir machen können, bevor wir das ganze Mana für Mana ausgegeben hätten. Haben. Ja. Für die Robe. Aber egal, ich will wieder speichern. Ich bin nur am Speichern statt am Spielen. Ja. Schnapper. Kriegen wir die Schnapper hier ohne?
Du drückst und drückst und drückst. So ungefähr bewegt sich der Vogel hier, Mann. Junge, Junge, Junge. Jo, kommt direkt an hier. Das Drecksviecher. Kommen wir hier irgendwo her? Und damit sollst du dann in sowas wie Returning zurechtkommen. Jo. Zwei wären dann noch. Ach so. Ach so, ich soll ja mit dem Feuerball werfen. Ach so, sag das doch gleich. Da tut er es nur so, als ob er wirft. Das wird ja immer besser hier. Ach. Ja. Junge, Junge, Junge. Ich sage ja. Bei Gothic 1, 2 geht das dann wirklich schneller. Aber Gothic 1 ist hier der Knackpunkt an der Stelle. Ja. Was war denn hier hinten? War hier immer schon so? Ist die Höhle so in der Form? Was stehen aber wieder hoch? Was haben wir denn hier? Eisblock. Jo, der Eisblock. So, da unten stand, glaube ich, Lurker rum. Ich würde es einfach mal hier Folgendes machen. Die Orks, die müssten mich ja eigentlich nicht angreifen in der Ork-Arena, oder? Mit meinem Ulumulo auf dem Rücken, mit meinem Zeichen der ewigen Freundschaft, bis ich sie alle umhaue. Ja. Jetzt haben wir schon zwei Folgen, in denen wir schon wieder aus dem Schläfertempel rausgetrampelt sind, um hier uns aufzubauen, was bis jetzt nichts gebracht hat. Verdammt! Verdammt! Wegelagerer. Tja. So, ja, denn alte Münze, bla bla bla. Ich glaube, diese Wegelagerer, die hätten wahrscheinlich viel früher drauf treffen sollen. So, wie gehen wir hier weiter? So, der Weg zur AO. Aber kann. Gesehen direkt vor uns gespawnt die Mistviecher. So, die beißen mir in die Füße. Die ziehen mir die Schnürsenkel auf. Dann stolper ich und breche mir dabei das Genick. Deswegen sind Fleischpflanzen so gefährlich. So. Na, greift sie mich an. Wollt ihr Ärger haben, Rambazamba? So. Da ist auf jeden Fall ein Gitter, gab es Gitter hier immer schon. So. Dann machen wir mal auf hier, guck mal hier. Die Winde klemmt. Wir müssen die Stelle unter der Winde finden. Moralred. Wo habe ich den Moralred Fett her? Keine Ahnung. So, wir gucken mal hier rum. Weil das wäre, wie gesagt, die einzige Station, wie gesagt, wo ich noch nicht war. Aber auch hier werden wir wahrscheinlich nichts finden. Der Existenz des Lebens. Dunkelerz! Die Frage ist nur, kriegen wir genug davon? Für einen Rune, für eine Rune. Der achtmal Dunkelerz. Jawohl. Ja. Was kostet so eine Rune? Wir haben 30 Dunkelerz. So. Hatte ich tatsächlich den richtigen Riecher. So. Vorerst. Nö. Die Frage ist natürlich, wie gesagt, ob 30 reichen. Weil wir für die Blutrune. Jawohl. Für die Blutrune. Da brauchten wir ja 50.
Wir gehen einfach mal zu so einem Ofen. Wir haben ja gerade gespeichert. Hä? Kommt denn der Golem her? Was ist denn das für ein Golem? Es ist ein Steingolem. Ist hier noch mehr? Jetzt aufgetaucht. Das ist auch ein Steingolem. So. Wir machen erstmal Folgendes. Ich will jetzt erstmal wissen, bevor wir hier irgendwas weitermachen, ob das überhaupt reicht. Ich weiß jetzt nicht, wie viel wir für die Dunkelrune brauchen. So, wenn wir für die Dunkelrune ins All ist, ist die 30 hier. Ich hoffe mal, die haben damit gedacht, nicht, dass wir nochmal in der Ecke suchen müssen hier irgendwo. Es könnte mir auch sein, wenn das jetzt nicht reicht, dass in der Stadt vielleicht noch irgendwo was zu finden ist. Ja, laufen wir ein bisschen schneller, ja, Mann. Dunkel leer. Das wäre ja klasse. Das wäre ja super. Ja. Aber wie gesagt, bei meinem Glück hier, bei dem, was die hier manchmal mehr hier in den Weg legen, ich glaube an gar nichts mehr. Ich wette, das reicht nicht mehr. Ich wette, wir brauchen auch hier 50. So. Wo ist jetzt dieser blöde Ofen hier? Ja. Na, pass mal auf, jetzt kommt ein extra nochmal her, ey. 50 Dunkelerz. Hab ich's doch gewusst. Ihr blöden Affen hier, also ganz ehrlich. So. Ich glaube zwar jetzt nicht, dass die Steingolems, dass die noch irgendwas haben hier. Wo könnten wir hier in der Ork-Arena noch irgendwas finden? Wir müssen, warte mal, was machen wir denn mit den Steingolems hier? Wie kriegen wir die denn fertig? Das kann eine Stunde dauern. Hey! Hatten wir die alle Truhen jetzt ausgeräumt unten bei den Orks da in der Ork Stadt? Windfaust, haben wir einen Windfaust? Das probieren wir dann beim zweiten mit der Windfaust. Weil er wieder hinter robbt hier. Jo, einen haben wir. So, haben wir die Dingsfaust-Spruchrolle an hier noch. Eisblock. Windfaust hätten wir hier, 9. Wir probieren das einfach mal. Also ich weiß nicht, ob ich meine Vorteil jetzt vergeige, dass der nicht angerannt kommt. Nö. Ja. Wir nutzen die jetzt einfach. Wir machen die jetzt einfach leer. Für maximales Mana.
Jo, nehmen wir. Jo, mehr Dunkelerz hätte ich mich mehr gefreut. Wir sind schon bei 30, wir sind fertig für heute eigentlich. Jo, ist grad doof. Feuersturm, Windfaust. Und den Rest machen wir mit Feuersturm, würde ich sagen. Ja, Stufe gestiegen, super. Sind doch wieder ein Stückchen größer geworden. Ja, dass die aber jetzt hier irgendwas dabei haben, außer Stein halt. Das glaube ich jetzt auch nicht. Die können wir ja noch nicht mal ausräumen hier, oder? Die haben überhaupt nichts. Ja. Aber mehr finden wir ja bei denen ja aber auch nicht. Das ist echt bescheuert. Ja. Ja, 30 Dunkelerz haben wir. Ja, super. Aber wie gesagt, wir brauchen ja 50 wieder. Was haben wir denn hier drin? Dunkelerz, Lederbeutel, Feuererz. 50 Erz erhalten. Das hatte ich im ersten Moment hier gedacht, wirklich gedacht, das ist voller Dunkelerz. So, wo haben wir dann? Jetzt ist da vorne zu, na klar. Ja. Wie gesagt, wir gucken uns nochmal beim nächsten Mal dann hier in der Orkstadt um. Sollten wir sonst was finden hier? Benutzt du jedes Mal aufs Neue das Moritz Fett? Ich weiß nicht. Nee, also mehr finden wir tatsächlich nicht. Aber ich hatte schon mal den richtigen Riecher mit der hier, mit der Ecke hier. Das ist schon mal etwas, aber bis jetzt bringt es uns ehrlich gesagt nicht hier an unser Ziel hier. Der hat noch alle wirklich ausgenommen, ja? Nur um sicher zu gehen. Leer. Das sind ja bloß drei. Ja. Jo. Es sind solche Orte hier, wo. Wir speichern aber nochmal. Wir laden nochmal neu. Weil der sagt hier ständig hier. Ja, wie gesagt. Wir müssen uns noch ein bisschen besser umgucken. Eventuell. Ne. Überlegen, was für Orten das aber auch in der nächsten Folge. Für heute sind wir fertig. Ich habe gerade geladen und speichere direkt. So, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.